Servus, heute zu einem besonderen Einblick mit Jürgen Doberstein. Jürgen, was war dein Erfolgsrezept im Boxkampf gegen Balkas Zuliaschwili? Kampfbestimmendes Verhalten. Für mich ist wichtig, zuerst die Kontrolle zu gewinnen, dass ich den Gegner erstmal zwinge, ins Leere zu schlagen, ihn zu verzweifeln. Und dann mache ich immer von Runde zu Runde immer höheres Tempo. Und so, dass keiner mit mir aushält. Ich hätte jetzt gerne. Mir war klar, dass ich an dem Abend, dass keiner mit mir die Distanz geht. So habe ich mich vorbereitet. Ich hätte gerne gewünscht, ein paar Runden länger, aber die haben schon nach der zweiten Runde aufgegeben. Was bedeutet das für dich in der Vorbereitung auf einen solchen Boxkampf? Ja, das ist das. Ja, manchmal die Leute schauen das und denken, das war jetzt nicht so schwer, waren nur zwei Runden. Aber das ist nur das Resultat von der ganzen harten Arbeit vorher. Ich trainiere wirklich wie ein Wahnsinniger. Ich kenne keinen Menschen, der so trainiert wie ich, vor allem auch jetzt, weil ich jetzt, ich muss mich immer übertreffen. Und jetzt mit 34, ich kann jetzt viel besser Sachen machen, wo ich gedacht habe, es geht nicht mehr, auch so in konditionellen, zum Beispiel beim Laufen oder Krafttraining. Viele sagen ja 25, das ist so Höhepunkt. Aber ich mache jetzt mit 34 Sachen, wo ich noch nie in meinem Leben geschafft habe. Und ich nehme das sehr ernst, was ich mache. Mein Training habe ich einfach verändert und ich mache das auch, ich trainiere sehr viel alleine. Also ich habe Team, aber ich bin sehr viel mit mir selber alleine. Ich trainiere auch sehr, sehr viel ganz alleine, dass keiner mir von außen einredet, was ich zu tun habe. Ich stehe sehr viel vor dem Spiegel und schaue und beobachte genau, was ich mache, wie ich das mache. Ich bin viel selbstständiger geworden. Ich arbeite mit verschiedenen Trainern und so, nur im Ring. Ich versuche so zu sein, dass ich, wenn ich in den Ring gehe, brauche ich keinen. Ich beschäftige mich sehr viel mit mir. Ich trainiere sehr, sehr selbstständig und ich spüre auch die Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren. Wirklich großer Sprung habe ich jetzt nach vorne gemacht und das motiviert mich noch mehr, weiter Gas zu geben, weil ich habe immer noch nicht mein Ziel erreicht und das ist nur Frage der Zeit. Was ist dein Ziel? Ich werde Weltmeister sein. Okay, was sind nächste Schritte? Ich werde jetzt erstmal mich zwingen, eine Woche mir keinen Plan zu machen, mich auszuruhen. Mein Ziel war auch, dass ich habe mir erlaubt, eine Woche nicht zu trainieren. Habe es noch nicht geschafft, weil ich habe am Sonntag Pause gemacht. Von Montag auf Dienstag war ich nachts um 13:30 12 Kilometer laufen. Nächste Woche werde ich mir, also ich habe auf jeden Fall das Ziel, zwei Kämpfe in diesem Jahr noch zu machen. Und Ende des Jahres will ich Titelkampf machen.